Saulus ist ein starker Mann. Als junger Mann verfolgt er Christen mit ganzer Kraft. Doch dann wird er blind, fällt vom Pferd und hört die Stimme Jesu: Warum verfolgst du mich? Paulus ist angewiesen auf Hilfe. Er lernt über den christlichen Glauben, wird selber Christ. Er rappelt sich auf und wieder als starker Mann ist er unterwegs. Diesmal, um zu predigen, zu verkündigen, um Menschen vom Christentum zu überzeugen, zu Christen zu machen. Er macht sich auf den Weg. Er reist durch die halbe Welt. Er predigt und erlebt es, dass Menschen ihm zuhören und auch, dass er ausgelacht wird. Er erlebt, dass er selber verfolgt wird, dass er ins Gefängnis kommt, ausgepeitscht wird. Immer wieder kommt er an Grenzen. Viele kann er überzeugen, vielen kann er den Glauben weitergeben. Aber immer wieder auch erlebt er es, dass Menschen ihn nicht hören wollen, dass sie nicht glauben können. Und Paulus bittet Gott: Schenke mir mehr Kraft, schenke mir mehr Stärke. Lass mich größer sein, stärker sein. Und dann sagt Gott ihm: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus? Es wird für ihn ein schwerer Schritt gewesen sein, sich das einzugestehen und uns diesen Satz sogar zu erzählen. Zu erzählen: Ich habe Gott um mehr Kraft gebeten, weil ich mich so schwach fühle. Das ist ja schon peinlich. Das ist ja fast so peinlich, wie andere um Hilfe zu bitten, wenn ich Hilfe brauche. Es ist natürlich nicht peinlich, aber wir Menschen trauen es nicht, uns nicht zu, uns zu unserer Schwäche zu stehen, uns einzugestehen, wie oft wir hilflos sind. Paulus macht es uns vor. Der Satz Gottes: Lass dir an meiner Gnade genügen. Du musst nicht stärker sein als die anderen. Du musst nicht schöner, nicht schlauer sein. Du bist mein geliebtes Kind, mein geliebtes Gotteskind. Du bist geliebt, so wie du bist. Du kannst dir meine Liebe nicht erarbeiten und du musst es auch nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Versuche nicht, stärker zu sein als alle anderen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, wie Gott sich Menschen zuwendet, die klein und schwach sind, jedenfalls so wahrgenommen werden. Maria zum Beispiel. Oder auch David, bevor er dann König wird. Und wir erleben es auch in unserer Zeit, dass Gott an der Seite derer ist, die Leid tragen, der ja selber Mensch geworden ist an unserer Seite. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die neuere Übersetzung der Lutherbibel sagt an der Stelle: Meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Erst da, wo Menschen wirklich schwach sind, können sie merken, dass Gottes Stärke da ist. Erst in dem Moment, wo wir nicht uns selber in den Mittelpunkt stellen, unsere eigenen Kräfte, erst in dem Moment merken wir Gottes Kraft. Erst in dem Moment, wo wir still werden, hören wir seine Worte. Und erst in dem Moment, wo wir innerlich ruhig werden, spüren wir Gottes Bewegung. Lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit dieser Botschaft, mit diesem Satz Gottes, zieht Paulus weiter. Er ist weiterhin Missionar, aber er weiß, es ist nicht seine Kraft, es ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes, das er uns gibt, um Zeiten zu durchstehen, die manchmal schwierig sind, an denen wir ratlos sind und nicht weiter wissen. Gottes Versprechen: Ich bin bei dir. Amen.
Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, am Grund aller Fragen bist du, bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht, bist am lichten Tag im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Nähme ich Flügel der Morgenröte, bliebe am äußersten Meer, schliefe ich ein im Reich der Toten, würde statt Nachtlicht um mich sein. Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit, im Arm meiner Mutter bist du, bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Sitze ich da oder lieg mich nieder, mache mich auf und ich seh. Meine Gedanken kennst du von ferne, weiß ganz genau, wohin ich geh. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, das Rätsel des Lebens bist du. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich schon gewacht. Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht, hast du für mich gewacht. Stehe ich gaunend am Strand und träume, zähle die Körner im Sand. Lote ich aus die Meerestiefe, sehe hinaus ins Sternenhaus. Du bist da, bist am Anfang der Zeit, auch jenseits der Sterne bist du. Bist am lichten Tag, im